Kannst du hier irgendwas von nehmen noch? Nee. Bisschen Hirnpilze kannst du noch nehmen. Aber ich habe echt definitiv viel zu viel. Raketenwerfer. Sonst muss ich den hier lassen. Maschinenpistole? Nee, ich möchte nicht alles nehmen. Abbrechen. Ich möchte nur die Maschinenpistole, weil die können wir wegtun. Wofür brauchen wir die denn? Kann ich dir noch ein bisschen Schrott geben? Gegenzug. So. Und kannst du jetzt auch noch ein bisschen Kleidung nehmen? Ja! Alter, warum... Warum habe ich denn die Maschinenpistole dir gegeben? Wofür? Jetzt war es das, ne? Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Oh. Ist das ein Problem? Später plaudern, wohl schon. Es findet mich. Meist kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Vergiftet? Hinrichtung hat wohl nicht funktioniert. Das kann es nicht wert sein. Aufregendes Leben. Diese Hinrichtung hat wohl nicht gezogen, was? Gott sei Dank. Ich hatte an dieser Story über verstrahltes Trinkwasser in Bunker Hill gearbeitet. Ich verfolgte das Wasser zu seiner Quelle durch die alten Abwassertunnel und was finde ich? Die Kinder des Atoms, die sich da eingerichtet hatten. Leider fanden sie mich ebenso schnell. Wie sich herausstellte, mochten sie keine Reporter. Als Sühne für mein Eindringen sollte es ein Opfer für Atom geben. Mich. Ach. Ich knie also da, kurz bevor ich in diese riesige Abwasserröhre gestoßen werde. Dann platzt es aus mir heraus. Atom! Er offenbart sich. Und sie kaufen es mir ab. Sie ziehen mich von der Kante und nehmen mich feierlich auf. Vor dir steht eine offizielle Nachfolgerin von Atom. Ein paar Tage später konnte ich mich davonschleichen und die Sicherheit von Bunker Hill dazu bringen, da aufzuräumen. Aufregendes Leben. Vergiftet? Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout-Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen. Da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam. Seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben. Aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit dem Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Eieiei, das kann es nicht wert sein. Nein, das aufregendes Leben. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Na, flirten? Ruhm und Belohnung, alles alleine machen. Froh, dass du hier bist. Ich sag erstmal froh, dass du hier bist. Ich fange noch nicht an zu flirten. Es ist orange. Es ist nicht sicher. Ich sag erstmal froh, dass du hier bist. Ich bin auch froh, dass du hier bist, Piper. Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, willst du hier verschwinden? Wir kriegen langsam eine gute Beziehung zu Piper. Ich wollte Sachen wegwerfen. Das finde ich sehr gut. So, irgendwie hier, wo ist sie denn? Die Maschinenpistole. Wo ist sie? Die. Weg damit. So. Huch. Es hakt immer so dann. Hallo, kann ich dich aufmachen? Ach hier, guck mal. Terminal. Ah, schon wieder was zum Entsperren. Yippie! Ich freue mich. okay. Was ist der? War der Experte oder was war das für einer? Nee, sind ja nur kleine, nur kurze Wörter.
Also ist es ein einfacherer Terminal. So, einmal. Da. Hm. Warte. Aus können wir zwei machen. Ah, Versuche zurückgesetzt. Also ist das random. Das hat jetzt überhaupt nichts. Das hat überhaupt nicht gepasst mit dem Versuche zurückgesetzt. Das kann man überhaupt nicht erkennen. Habe ich recht? Boah, hier kriege ich aber viel raus, Leute. So, ich könnte jetzt eigentlich schon machen, oder? Ist doch ein Treffer. Rise. Ja. Ja. War ja einfach. So, Persönlichkeit auswählen. Den machen wir auch auf Erste Hilfe, komm. Die sind ganz cool. So. Jo. Ciao. Ciao. Aktivierung Protektron zu Hallo. Diensten. Na du? So, Tür entsperren. Wäre das jetzt nämlich eine Polizei, dann hätte das hier bestimmt nicht gut gefunden mit dem Entsperren. Mit dem Knacken, oder? Hoffentlich findet der das jetzt nicht auch schlimm, dass ich das vor dem seiner Nase mache. Ach, Leute. Und ich gehe rechts und links. Ja. Obwohl es nur einfach so ist. Oh. Okay. Was ist denn hier passiert? Ganz schön viel Asche, Leute. Flammenwerfer. Ah. Knochenfräse. Den Flammenwerfer kann ich jetzt wieder nicht nehmen. Oh, es wäre echt geil, jetzt noch einen Flammenwerfer mitzunehmen. Brennstoff nehme ich auf jeden Fall. Ach, kann ich den nicht irgendwie noch tragen? Ich guck mal. Dass der Brennstoff nicht, nicht explodiert ist. Ganz schön fies sieht das aus hier. Ah, danke, Piper. Sehr gut. Benzinkanister, ist der voll? Aufgepasst. Kann ich dir noch irgendwas geben? Nee, ne? Kann ich nicht. Ah, ich will den Flammenwerfer behalten. Echt jetzt. Nee, ich kann gar nichts machen. Was kann ich denn stattdessen mal loswerden jetzt noch? Wie schwer ist denn der Flammenwerfer? Gewicht 16,1. Scheiße. Ich würde den gern verkaufen, den Flammenwerfer. Aber ich habe hier echt... Echt? Ist das Schrott? Okay. Ich werde den hier lassen müssen. Oh Mann. Okay. Ach so, der Benzinkanister ist das. Nicht die, die... Ja, der kann weg. 9. Kriege ich noch irgendwie 9 weg? Bisschen was essen, zum Beispiel? Nee, ne? Was hast du denn noch? Hast du noch irgendwas? Piper, bleib mal stehen, bitte. Aufgepasst. Klar, schau's dir an. Kann ich dir was abnehmen, was wir echt nicht brauchen? Was, wo wir das Gewicht vielleicht zusammenkriegen? Aluminiumdose, das brauchen wir alles. Biometrischer Scanner. Glasfaseroptik. Asbest, das sind alles so Sachen. Warte, nee, ich will Schrott mal gucken. Oder Kleidung. Kleidung ist ja immer schwer. Lederkombi. Das ist, glaube ich, ihre, ne? Ich muss vorsichtig sein, dass ich ihre Klamotten nicht wegwerfe. Nee, hier, roter Trenchcoat ist ihrer. Gewicht 1 nur. Ach du Scheiße, okay. Rotes Kleid. Das will ich behalten, verdammte Axt. Was ist denn hier, Matt? Das brauchen wir doch alles irgendwie nicht, oder? Nein, nicht alles nehmen. Warte, nein, 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 abbrechen. Das brauchen wir doch nicht unbedingt. Das sind doch alles so... Das sind doch keine besonderen Dinger, oder? Wie mache ich denn untersuchen? Ausrüsten, alles nehmen. Sortieren. Ha, okay. Ich kann nicht ein paar Klamotten loswerden. So, und was haben wir hier noch? Davon können wir mal 2 machen. Die Dose, die normale, kann weg. Erkennungsmarken behalten wir. Federn behalten wir auch.
Das ganze Buttercup behalten wir. Vorstellungsreagenzglas kann weg. Den Kanister, den brauchen wir noch. Industrielles Backfett. Öl ist das. Ach komm, kann auch weg. Knochenfräser, Kupfer. Kupfer brauchen wir, um Leitungen zu legen. In den Zähnen können wir auf jeden Fall auch mal ein paar wegtun, ey. Oh, Leder ist gar nicht so schlecht, glaube ich, ne? Medizinischer, was haben wir da? Ach, das ist nur Stahl. Guck mal. Mikroskop, Kristall, okay. Da haben wir schon ein bisschen was zusammen. Speiseöl. Das ist Öl und Plastik. Hm. Wie schwer? Ach, 0,5. Ist alles so leicht hier. Zigarrenkiste. Ich guck mal, ob ich irgendwie... Ist immer doof. Tut mir leid. Wir bringen wieder ein bisschen was weg und dann ist das nicht so... so ganz so wild. Das kann weg. 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 So, was ist mit den Klamotten? Das sind alles nur normale Sachen, oder? Schaden durchschalten. Ablegen. Komm. Ich glaube, das sind normale Sachen. Ach, ich habe immer noch 9. Was habe ich denn sonst noch? Was habe ich denn hier sonst noch abgenommen? Was so? Ach so, ich habe die... Stimmt, der Dings. Mal kurz gucken. Ist alles uninteressant, ne? Verstärkt. Harnisch. Ja, es ist alles scheiß drauf, ey. Okay, warte, Piper, bleib mal stehen. Bewahren Sie im Fall einer Verletzung. Ja, ich will mit Piper reden, nicht mit dir. Waffen. Kann ich dir jetzt einen abgeben? Ja. Alles klar. Ich bin zufrieden. So. Out of order. Jetzt ist die Frage, ob wir noch irgendwo höher kommen mit dem Aufzug. Ob hier noch irgendwo einer war. Vielleicht sollten wir damit jetzt nochmal fahren, um zu gucken, ob wir nochmal woanders hinkommen. Fährst du? Du Kuckuck. Und wieder weg. Okay, wir können mit dem schon mal nicht fahren. Dann war es das anscheinend auch, ne? Hier oben war ja auch keiner. Hier sind wir ja nur so hochgekommen. Ja, dann war's das. Oder? Warte mal, da drüben. Hier war da noch was. Ach, das ist Exit. Aber da gehen wir jetzt trotzdem mal raus. Der ist auf Order. Okay. Okay. Ja gut, dann gehen wir hier raus. Mal gucken, was das jetzt noch für eine Aussicht ist. Okay. 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 Hier waren wir noch nicht, ne? Aufzug öffnen. Okay, da würden wir nur reinfallen. Aufzug öffnen. Okay, damit können wir anscheinend fahren. Was ist das? Sanitäts... Okay. Oh! Okay. Huch! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh! Mal ein anderes Bild. Die Powerrüstung. Du kannst verschiedene Arten von Powerrüstungen auf einem einzigen Rahmen miteinander kombinieren und einzelne Teile modifizieren, um sie effizienter zu machen. Das müssen wir auch, da müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass wir ein bisschen mit den Powerrüstungen ein bisschen rumarbeiten. Ach, guck mal, da unten der Helm. Das ist der von Fallout 1, ne? Der da unten links. Oder 2? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube 1. Ach ja. So. Jetzt kann er aufhören zu laden. Ah, perfekt. Und der nächste Nachruf. Hi! Huch, ich wollte so machen. Alter. Huch, nee, ich wollte eigentlich dein Gesicht treffen. Okay.
Huch, ich wollte eigentlich nur rausgehen aus dem... Gunner am Boden! Ja, das stimmt. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir! Wo ist er hin? Hallo! Rekrut, ey. Puh. Schluss ist, oder? Nee. Das gehört jetzt uns. Luca Cherry. Geil. Kann ich mir gleich mal eine reinpfeifen, ne? Hoch? Komm ich hier durch? Ja. Ach, hier geht's. Hier sind wir draußen, richtig, okay? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen hat das gerade geladen. Okay, wo geht's denn hier noch hoch? Uäh. Können wir Essen machen? Kaffeemaschine. Okay. Oh, ein Safe. Wir probieren es mal so, bevor wir wieder hin und her machen. Okay. Ach, verdammt. Verdammt, noch eins. Ja, fast. Vielleicht ganz? Nee, okay. Nee. Okay. Verdammt! Es ist aber hier irgendwo. Hä? Geht doch. Meine Güte. Geschafft. Oh Gott. Oh nee. Fuck. Oh. Mein Handy vibriert. Huch. Ich hoffe, das hat es nicht schon mal getan. Boah, hier ist aber viel mit drin. Selbstzielend. Die hatten wir doch schon. Die haben wir doch schon, oder? Mal kurz. Ich muss mal eben hier... Ach, das ist meine Uhr, die hier Krach macht. Bin sofort da. So. So. Entschuldigung. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. So, Vorkriegsgeld nehmen wir mit. Wofür auch immer. Aber irgendwann werden wir das gebrauchen. Irgendwann brauchen wir das. Irgendeiner will Vorkriegsgeld haben und gibt uns dafür Kronkorken oder so. Ich weiß das. Das war in Fallout 3 war das auch so. Und ich glaube fest daran, dass das hier auch so ist. Okay, jetzt sind wir aber draußen. Ich wollte noch mal drinnen mit dem Aufzug gucken. Der fällt wahrscheinlich nur runter. Oh, wie cool das ist. Aber, nee. Erst nochmal wegen dem Aufzug gucken. Piper, aus dem Weg. Erst nochmal wegen dem Aufzug gucken. Warte. So. Ich glaube zwar nicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht fährt er nochmal nach oben. Oder er fährt einfach nur runter irgendwo hin. Ich glaube aber nicht. Weil unten... haben wir ja keinen Aufzug gehabt, der ging. Ne? Sonst hätten wir ja schon den einsteigen können oder den rufen können. Sagen wir es mal so. Okay, wo ist er? Da. Gut. Kommst du rein? Kommst du mit rein, bitte? Komm mit rein. Piper. Hm? Oh. Hier drüben. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Doch, kommst du. Hier. Komm her. Ja. Komm, rein hier. Gern doch. Na, dann halt nicht. Oh, was für eine angenehme Überraschung. Hm? Bist du... ich wollte gerade sagen, bist du hier reingespawnt, oder was? Da oben steht eine Powerrüstung. Wie geil sieht das denn aus, Leute? Was? Hübsch? Nein, der steigt da ein! Fuck! Nein! Shit! Oh, jetzt ärgere ich mich aber, ey. Fuck! Er ist wirklich da eingestiegen. Warte mal. Ich wollte die haben, verdammte Scheiße.
Die ist jetzt noch da oben, ne? Ich kann es nicht mehr ändern, ne? Oder? Lädt das nochmal. Warte, Piper, sei ganz leise. Was? Nee, scheiße, sie ist weg. Shit! Ah, oh Mann, wie ärgerlich. Los geht's! Haben die beide Power-Rüstungen an? Das sind zwei, da hängen... Oh nö, hör doch auf jetzt. Tipp doch mal bitte. Oh, Kacke, das ist wieder so einer, der so stark ist, ey. Wäre ich schnell genug gewesen, weißt du? Hätte einfach reagiert. Ach, guck mal. Die nimmt die Power-Rüstung auseinander. Wie gut. Ist das nur der eine? Da ist die andere Bitch. Okay. Aber wir machen erstmal den kalt. Ja, irgendwie musst du treffen. Ich muss mal irgendwo mit besser treffen. Nee, ich muss... Treffe ich denn so? Treffe ich so überhaupt nicht. Aber er lädt gerade nach. Und ich treffe trotzdem nicht. Jetzt habe ich getroffen. Ich muss mal irgendwo hier in Deckung. Warte mal, ich hab doch sowas hier gegen solche Leute. Fuck! Boah, wenn er einen mit einer Power-Rüstung einen über die rüber haut, ne? Das ist dann schon ganz schön schmerzhaft, anscheinend. Wie? Echt? Braucht die so viel Energie? Das wollen wir sehen. Ich bin fast hin. Bitte töte die. Bitte töte die. Bitte töte die. Ich bin fast tot. Danke. Fuck. Okay. So, jetzt muss ich ganz schnell reagieren. Fuck, fuck, fuck. So, wo ist denn der Penner? Mann, ey, wenn die Power-Rüstung anhaben, ne? Alter, du musst sterben jetzt. Geht doch. Piper, alles gut? Leute. Jetzt kann ich bestimmt hier irgendwo wieder schlafen. Egal. Ach, Kacke, Mann. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja, aber die Power... Rattengift. Die Power-Rüstungssachen kann er jetzt behalten, ey. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, da vielleicht hochzurennen und dem die abzunehmen. Wisst ihr? Das wäre echt geil gewesen. Was ist das denn? Frostschutzmittel. Ach ja, das brauche ich alles nicht. Warte, ich wollte zu der Tusilla rüber und die looten. Ach Mann. Das ist total ärgerlich, wenn man das sieht und dann nichts schafft zum Tun. Danke, Piper. Shit.
wollte da mal an dir vorbei und mal gucken, ob da noch was ist. Aber hier ist nichts, ne? Ja, ist nur der Aufzug unten. Genau, geh mal weg. So. Kann ich pennen? Ja, okay, mache ich gleich. Hätte ich kein Stimpack nehmen müssen. Wusste ich doch, ey. Egal. Ach, hier geht's echt noch weiter? Oh Gott. Ach, das ist ein Hubschrauber, der hier reingeflogen ist. Wie abgefahren. Ich guck mal eben hier. Okay. Oh. Hm, diesmal nicht. Na, aber fast. So. Das wär's. Mhm. Piper hat das gefallen. Also die ist doch schon ein bisschen... Ist doch schon ein bisschen so... So drauf. Okay, ich mach mal eben ein Nickerchen. So. Piper! Sei vorsichtig, ey. So, dann gucken wir hier nochmal, was hier ist. Was ist das denn? Uiuiuiui, so ein Dingsgerät. Ach, guck mal. Wiedergabe. Bitte nicht zum Lesen. Danke. Ich hinterlasse diese Nachricht bei Marcy, falls du hier nach mir suchst. Aber ich bete, dass du es nicht tust. Das Militär hat das Krankenhaus übernommen. Und in der Stadt herrscht Chaos. Die Lage ist... Sie ist... Es ist schrecklich, Wayne. Jeden Tag sterben Leute. Und meistens können wir nur zusehen und dafür sorgen, dass sie nicht allzu sehr leiden. Eine der Schwestern hat mir erzählt, dass sie ein Radiosignal gehört hat, das nach dir und den Jungs klang. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du noch irgendwo da draußen bist, aber wir haben einen Weg hier raus. Und ich werde versuchen, dich zu finden. Okay. Noch ein Aufzug. Mal sehen, wo der uns hinführt. Oh, auch wieder dunkel. Piper, bist du da? Ja. So halb. Im wahrsten Sinne des Wortes. Steckst aber ganz schön in der Wand drin. Ah, jetzt sind wir wieder so weit oben. Okay. Ach, krass. Ist das ein Aufzug nach unten? Interessant. Jetzt sind wir auf einem anderen Gebäude oben drupp. Was leuchtet da hinten? Aha. Ist immer cool, wenn man nachts so viel sieht, ne? Da sieht man immer, da wo es leuchtet, ist immer was los. Und das da ist ganz schön hell am Leuchten. Waren wir da schon? Oder ist das Diamond City? Hm. Who knows? Ich könnte jetzt auf der Karte gucken, habe aber gerade keinen Bock. So, was haben wir denn hier? Hier liegen coole Sachen. Oh. Oh ja, hier liegen echt viele coole Sachen. Aluminiumdose. Wie gesagt, Aluminium brauchen wir ja immer. Das ist eine normale Dose. Okay. Und hier können wir mit runterfahren? Hä? Ey? Wo, ey? Wer, ey? Irgendjemand ey gesagt. Ich drücke auf den Knopf, auf den roten Knopf. Yippie! Ciao, Piper. Was? Mhm. Ach, guck mal. Hallo, guten Tag. Oh, da war einer zu viel. Den hätte ich gar nicht machen müssen. Oh, schon wieder ein Molotow-Cocktail. Ach, du kannst nicht mehr rennen. Fuck, ey. Mann! Ich
Ich muss unbedingt nach Sanctuary zurück. Ich muss unbedingt alles Mögliche. Ich muss echt... Ich benutze eh nur 2, 3 Waffen. Komm, ich esse mal irgendwas. Schimmliges Essen. Komm, das will keiner haben. Schmutziges Wasser. So. Schon kann ich wieder laufen. Tada! Oh. Patron. Wo sind wir hier? Was ist das? Ticker Tape Lounge. Okay. Wären wir hier sonst nicht hingekommen? Na, dann gehen wir da mal rein. Oh, Piper, hi! Fällst du? Du fällst? Hey, was ist los mit dir? Piper! Das muss ich mir kurz angucken, Leute. Aber, fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Piper, was machst du da? Was, Mutterfahr? Man sich nicht mit den Gunnern an. Ey, was meiner Freundin bei ihrem komischen Anfall da, hast du gestört, Leute. Boom. Das war's? Wo sind wir hier? Oh, ein Safe. Okay. Oh. Ja, noch nicht ganz. Nein. Ja! Wie schön. Ach, schon wieder so viel Kram. Kiste mit San Francisco Sunlights. Du kannst nicht mehr rennen. Scheiße. Stumpen? Was sind das? Sollen das Zigaretten sein? Zigarre. Zigarrenkiste. Ah. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Ey, Piper, was stimmt mit dir nicht? Piper, du gruselst mich an. Gott, Piper. Total spooky. Hey, schieß los. Die ist bestimmt gefallen. Ich habe was du brauchen kannst. Die ist bestimmt. Oh, jetzt zuckt die mit den Fingern noch. Die ist bestimmt gefallen und deswegen, da ist die hängen geblieben drin. Irgendwie. So. Was kann ich dir denn noch geben? Zigarren. Zigarrenkiste. Das Vorkriegsgeld. Das gebe ich dir noch. Das da. Und. Das gebe ich dir noch. Die schicke Haarbürste braucht doch keiner. Warum habe ich die denn mitgenommen? Nee, so. Weg damit. Da geht's raus, ne? Okay. Oh, Piper. Spooky. So. Was? Genau, hier habe ich mir gedacht, sind bestimmt noch welche. Fleisch vom Mischlingshund. Tatobeere. Häflingfleisch. Jetzt kann ich nichts mehr nehmen. Da muss ich ein bisschen was essen. Ich werde einfach was futtern. So. Oder einen Steelboy nehmen. Nee, natürlich nicht. So. Ach, das bisschen Radioaktivität. Leere aufgebürgte... Hey, da ist wer! Wow! Alter! Oh! 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 Du bist schwer! Oh, ja, du bist schwer. Piper? Nicht so viel rumspacken. Tu was. Wo ist der Typ? Alter, der wirft auch direkt eine Dings auf mich, ey.
Alter! Übertreib mal nicht! Krieg dich schon noch? Okay, vielleicht doch nicht. Aber hier könnte ich gleich dann Nickerchen machen, das ist auch ganz gut. Komm schon, ganz böser Fehler. Piper, du machst komische Dinge, finde ich. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Moment. Ach ja, ich wollte ja was essen, dass ich das loswerde, ne? So, warte mal, ein Red Away nehme ich mal und dann gucke ich mal, dass ich hier, keine Ahnung, ein bisschen Nuka-Cola-Zeug nehme. Die macht doch hier, die macht doch ordentlich was voll. So, und dann begrüße ich dich mal mit einer cooleren Waffe. Piper, du bist eigenartig. Ah, da bist du. Dich kriege ich. Du Blödi, du. Dachtest du, ne? Ist schon ein bisschen cool, was du da machst, Piper. Echt? Komm mal auf mich zugeflogen. Ich will das mal sehen. Komm, komm. Ich mach mal ein längeres Nickerchen, weil ich glaube, vielleicht, vielleicht hört die dann damit auf. So, was machen wir denn mal? Ein paar Stündchen irgendwie, so 6. Vielleicht lässt die das dann mit dem komischen Rumgefliege. Das klingt, als würde sie wieder normal gehen. Papa, läufst du wieder ganz normal? Wo ist er denn? Auf jeden Fall ist es wieder hell. Hier können wir nicht weiter hoch. Warte mal, hier geht's wieder raus. Auf jeden Fall klingt das, als würde sie normal gehen. Hier kommen wir noch hoch, ne? Dich haben wir schon geleert, ne? Gelootet. Ach, das war's hier auch schon, ne? Okay. Ich dachte, hier geht's noch irgendwo weiter. Gut. Dann... warte mal, wo sind wir reingekommen? Hier sind wir reingekommen, ne? Durch diese Tür. Stimmt's? Ja, gut. Dann gehen wir da hinten mal raus. Hier.